Hey Leute, neuer Tag, neues Glück, die Garde der Löwen ist wieder im Einsatz. Macht euch alle auf den Weg, um im Gewaltenland nach Gefahren zu suchen. Oh Mann, Kion, das machen wir ja bestimmt immer gerne. Ich mache mich dann gleich auch auf den Weg. Ich würde gerne Fuli mitnehmen, wenn's dir nichts ausmacht. Nein, Bestie, es ist sowieso immer besser, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Sollte irgendwo Gefahr lauern, dann werden wir sie so schneller entdecken. Ono, du schwingst dich bitte in die Lüfte und beobachtest alles von oben. Wird gemacht, Geon! Gut, Leute, dann auf. Bis zum Ende des geweihten Landes ist die Garde festen Standes. Es wird Zeit, mal wieder dem geweihten Land einen Besuch abzustatten. Ich hab Hunger und hier gibt es kaum etwas Brauchbares zu fressen, aber im geweihten Land, da werde ich schon was finden. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass mir wieder dieser Kion mit seiner Garde der Löwen über den Weg läuft. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Hey Beshti, das war wirklich eine super Idee von dir, dass wir immer zu zweit losziehen. Danke. Finde ich wirklich klasse. Außerdem hat man ja so auch ein bisschen Unterhaltung. Das ist sowieso viel besser. Wenn ich allein unterwegs bin, dann kann ich mich nur mit mir unterhalten. Das finde ich nicht so schön. Und so kann ich mich mit dir unterhalten. Ja, Beshti, da hast du recht. Das stimmt. Zu zweit hat man immer ein bisschen mehr Unterhaltung. Während die Garde der Löwen auf ihrem Streifzug durch das geweihte Land ist, schleicht sich Janja durch die Gebüsche, um unentdeckt zu bleiben. Aber einer hat gut aufgepasst. Ono entdeckt schließlich Janja. Oh nein, das ist Janja da unten. Ich muss sofort Kion informieren, damit er dagegen etwas unternimmt. Wer weiß, auf welchem Weg Janja ist, aber das sieht mir glatt aus, als wenn er auf dem Weg zu den Antilopen ist. Ono macht sich sofort auf den Weg, um Kion zu informieren. Kion, ich habe Janja entdeckt und es sah mir glatt aus, als wenn er auf dem Weg zu den Antilopen ist. Gute Arbeit, Ono. Dann lass uns schnell auf den Weg zu den Antilopen machen, um sie vorzuwarnen. Hoffentlich sind wir noch vor Janja da, so können wir ihn vertreiben. Während Janja die Antilopen beobachtet, kommen auch Beshti und Fuli vorbei. Beshti sieht es und rennt sofort auf Janja zu und stößt ihn um. Beshti, Fuli, was fällt euch ein, mich von der Seite zu rammen? Mit euch beiden nehme ich es locker auf, euch vernasche ich doch zum Frühstück. Aber da kommen auch Ono und Kion angerannt. Und auch Banga ist da. Das gibt es doch gar nicht. Die Garde der Löwen ist hier auf einmal wieder vereint. Janja, hau ab aus dem geweihten Land. Du hast hier nichts verloren. Für dich gibt es hier nichts zu holen. Ist ja schon gut, Kion. Du brauchst nicht gleich laut werden. Und dein Gebrüll, das kannst du dir auch sparen. Ich gehe ja schon. Ich sehe ein, dass ich heute einfach auch mal unterlegen bin. Janja, nicht nur heute, immer gegen die Garde der Löwen hast du keine Chance. Bis zum Ende des geweihten Landes ist die Garde festen Standes. Und jetzt weg mit dir! Da tritt Janja den Rückzug an. Das war wirklich gute Arbeit von dir, Beshti und Fuli. Gut, dass ihr so gut aufgepasst habt und zufällig bei den Antilopen vorbeigekommen seid. Danke, Kion. Haben wir doch gerne gemacht. Das glaube ich dir aufs Wort, Beshti. Das war ganz, ganz gut. Und die Garde der Löwen ist ja dafür da, um das geweihte Land zu beschützen. Hoffen wir, dass wir Janja jetzt erst einmal für längere Zeit vertrieben haben. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und vergesst bitte nicht, all euren Freunden Bescheid zu sagen, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Und ihr dürft dieses Video natürlich auch gerne mit euren Freunden teilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!